Komm mal raus. Da sind wir, Leute. Ich bin hier gerade im Camper und heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Mann, richtig schön. Ich habe auch die Nacht kaum geschlafen, Schinken, weil ich so aufgeregt bin. Ne? Aber heute, Leute, gibt's mein Face-Reveal. Freunde, wir fahren jetzt los. Auf geht's zu Lars. Da sind wir jetzt auch schon bei Lars und wir schauen mal, ob er schon wach ist. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir klopfen mal und schauen, ob Lars da ist. Ich bin aufgeregt. Sei da. Bitte, bitte, Lars. Lars? Ist er wieder gegangen, Leute? Leute, ich glaube, der ist gerade ins Badezimmer gegangen. Lars, bist du da drin? Bist du... Hi. Hallo. Hi. Bist du gleich fertig? Ja, ich brauche noch 5 Minuten. Okay, komm bitte runter ins Studio. Ich bin jetzt hier gerade mit Diego. Das ist Lars, seine Katze. Und wir spielen ein bisschen, solange Lars sich fertig macht. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich überhaupt hier gerade bei Lars bin. Aber Lars und ich haben einiges vor. Und wir haben nämlich ein Studio aufgebaut und das zeige ich euch jetzt mal und wie wir das aufgebaut haben. Was geht? Wir waren gerade beim Friseur und Lars sieht wieder hübsch aus. Yeah. Jetzt dunkle Haare wieder, Leute. Zeig mal deinen Bart. Der ist auch getrimmt. Mega nice. Die Hecken sind gemäht. Meiner auch. Lars und ich sind gerade auf dem Weg zu IKEA, ja, und da gönnen wir uns jetzt schönes neues Equipment. Für unser Zimmer. Ja. So ist der Plan. Okay. Was brauchen wir, Lars? Ein Stuhl. Und was noch? Wieso ein Stuhl? Ich will auch irgendwo Teppich sitzen. Teppich noch. Nein, du kannst dich auf dich setzen. Ach so, alles klar. So. Mega. Oh. Schreib mir her, Köttbullar oder Planbullar? Das sind normale. Normale? Ja. Vegane. Wir sind jetzt gerade im IKEA, haben hier eine richtig schöne Pflanze gefunden. Bambuspflanze hat Lars ausgesucht. Teppich hat Lars auch ausgesucht und dann haben wir hier so Lampen. Pflanze darf natürlich nicht fehlen. Alibi, Leute, das ist keine echte. So, dann Teppich hier. So ein Teppich einfach, damit es ein bisschen leiser ist vom Schall. Ansonsten, ich habe keine Lust mehr. Ich bin wirklich fertig. Tschüss. Komplett. So, meine lieben Freunde, das ist der Raum vorher. Lars und ich haben hier gestern schon angefangen, die Wand überstrichen, weil die war irgendwie so braun und es sah ein bisschen kacke aus. Deswegen haben wir jetzt angefangen, die weiß zu machen. Und heute kommen mehr Farben dazu. Dann wird das Ganze bunt und als nächstes Tisch, Stühle, alles, was man so braucht. Okay, alles klar, Leute. Ja, was überlegst du? Genau, nee, du musst jetzt hier, guck mal, wir haben nämlich gerade abgeklebt, Freunde. Wir wollen ja jetzt hier gerade einen Raum gestalten. Und du musst jetzt hier drüber malen, über die Kante weiß und über die hier erstmal. Und danach kleben wir um und dann machen wir die Seite hier nämlich in einem schönen Fliederfarben. Machst du schön, Lars. So sieht das Ganze jetzt aus. Messerscharfe Kante, Leute. Lars hat das Ganze gemacht. Und dann ist unser Background ready. Dann kommen als nächstes die Regale ran. Kleiner Zwischenschritt, Leute. Das sind unsere Stühle. Die sind aufgebaut. Wir haben die Pflanze hingestellt. Beziehungsweise ich, weil Lars pennt mal wieder. Und die Wände. Yeah. Freunde, während wir jetzt gerade auf Lars warten, weil der muss sich jetzt gerade fertig machen oder sowas. Keine Ahnung. Sich schminken, Make-up auflegen. Wollte ich euch das Studio mal zeigen. Denn ich bin jetzt schon mal runtergegangen und habe geguckt. Wir sind ja bei Lars in seinem Haus. Und so schaut das Ganze hier gerade aus. Die Kamera da, die wird natürlich dann noch hier hinten sein. Und das ist Lars sein Platz. Das ist mein Platz. Und ich freue mich. Gleich geht's los. Okay, wir sind jetzt unten im Studio. Lars, ich muss jetzt Face-Reveal machen. Wie? Hast du irgendeine Idee? Oh, ich habe oben noch so ein Affenkostüm. Dann kannst du versuchen, dich in so ein bananenförmiges Auto zu setzen. Dann setzt du dich da rein und fährst rückwärts den Berg runter. Okay, welche Größe hat das Affenkostüm? Ich glaube 5XL ist ein bisschen... 5XL? Den könnte dir aber eigentlich passen. Also, was soll das denn heißen? Wenn wir jetzt einfach könnte das ein bisschen passen. Hier in die Nase könnte auch durchpassen. Weißt du, ich hatte was richtig Episches vor. Was denn? Ich hatte... Als Face-Reveal hatte ich was richtig Episches vor. Du hältst aber die Kamera auf mich, du Affe. Ja, willkommen hier auf jeden Fall in unserem neuen Studio von Lars und mir. Ich bin... Wer bin ich? Das ist easy. Oh mein Gott, das ist easy cheesy. Leute, es ist crazy. Nach all den Jahren. Denn wir werden hier coole Videos hier machen in diesem kleinen Studio. Deswegen ist das hier noch so ein bisschen handig und sowas, deswegen wundert euch nicht. Aber guck mal hier, wir haben sogar ein professionelles Mikrofon hier, professionelle Darsteller. Bei mir kommen Mittwoch und Samstags Videos. Leute, warum machen wir das überhaupt? Oder warum mache ich Face-Reveal überhaupt? Damit wir diese Videos machen können. Denn Lars und ich haben richtig geile Sachen vor. Wir haben mega coole Ideen. Und vor allem wollten wir einfach mal was Neues machen. Also sowohl Lars als auch ich, damit liegt er mir seit Jahren in den Ohren, haben Bock, was Neues zu machen. Und deswegen sind wir heute hier.
Ja. Und legen los. Ja. Womit wollen wir anfangen? Abonniert den Kanal, Leute. Abonniert mich, abonniert ja. Easy, Easy Plus abonniert. Easy Plus, richtig. Ja. Leute, das ist mein neuer Kanal, Easy Plus. Hier gibt es sehr, sehr coole Videos mit Lars zusammen, aber auch mit anderen Leuten. Und ich mache noch einen zweiten Kanal. Weißt du, wie der heißt? Easy geteilt. Easy Minus, Leute. Easy Minus. Da kommen nämlich Vlogs und coole Sachen aus meinem Privatleben. Da bin ich dann eher allein unterwegs. Hier mit anderen Leuten und Lars lädt auch coole Videos auf seinem Kanal hoch. Ja, wenn es passt, Leute, zeitlich. Aber ihr wisst ja, abonniert. Ja. Okay. Pünktlich. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt nämlich die Sachen vorbereiten, Lars. Oben sind nämlich eine Menge Pakete, die wir holen müssen. Und außerdem, Leute, brauchen wir Donuts für ein Video, das wir nämlich gleich aufnehmen. Gott. Ja, eine 12er-Box, das wird richtig geil. Oh, ja. Und währenddessen zeige ich euch jetzt mal, wie es mir vorher ging. Ich war nämlich richtig aufgeregt und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Leute, ich war gerade ein bisschen am Überlegen, wie es mir eigentlich geht, weil morgen ist ja der große Tag und ich liege jetzt hier gerade abends im Bett, bin schon relativ müde. Ja, und überlege halt, ob ich groß nervös bin oder so. Aber irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn das Video rauskommt, weil morgen ist Montag. Montag nehmen wir das Ganze auf. Und am Freitag ist dann eigentlich der große Tag, also wo ihr das dann seht auch. Und ja, vielleicht bin ich dann aufgeregt. Also im Moment freue ich mich einfach nur auf die Aufnahmen und habe richtig Bock drauf. Und ja, mal schauen. Um ehrlich zu sein, Leute, ich liege im Bett und mein Herz rast die ganze Zeit und ich kann nicht schlafen vor Aufregung. So schnell kann es gehen. Wir waren jetzt gerade oben, haben die Pakete geholt und nicht für Kinder, eine Schere und ein Cuttermesser. Damit werden wir die jetzt öffnen. Lars hat gerade kurz telefoniert, aber ich habe hier schon einiges da. Und ja, wir können schon mal anfangen, hier was auszupacken. Hier haben wir das erste, was wir bekommen haben. Eine Schlafmaske. Für welches Video ist es? Ich glaube, wir werden die sogar ein bisschen öfters brauchen, Leute. Falls wir irgendwas blind verkosten sollten oder vielleicht blind trinken probieren und man muss dann erraten, was es vielleicht ist oder sonstiges. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Oder was noch? Das können wir auch mal machen. Oh mein Gott, ich brüde vor Ideen. Zum Beispiel einfach Marken unterscheiden. Weißt du, ist das eine Marke, ist es keine Marke und das einfach so schmecken, ist auch sehr, sehr nice. Oha, wow, 100% Seide haben wir auch noch. Gott. Das ist die blaue und ich glaube, die dunkelblaue ist für Lars. Was machst du denn? Sieh mir aus. 100 bunte Plastikstrohhalme. Ich freue mich voll. Das ist für Lars sein Video. Guck bei ihm vorbei. Oh, Strohhalme. Ich habe eigentlich welche, aber okay. Ich habe dir noch mehr bestellt. Und was ist das hier? Hier ist Schmuck drin. Oh, ich weiß, für welches Video das sein wird. Das ist Schmuck? Ja, ich habe nämlich einen Ring bestellt. No way, no way, was? Ja. Oh, der ist ja richtig schön. Der ist hübsch, ne? Mhm. Auch den werden wir brauchen. Darf ich den anziehen? Und Lars und ich, wir werden heiraten. Warte, der fällt nämlich gar nicht. Der ist so groß. Hier ist irgendwas zum Anziehen. Das ist dein Kleid. Ich hab dir ein Kleid bestellt. Kann ich das zeigen? Ja, klar kannst du das zeigen. Ich dachte mir, das ist deine Farbe. Willst du es auspacken? Das brauchen wir. Oh mein Gott, das ist auch meine Größe. Ja. Richtig, richtig. Würdest du sagen, das trägt zu auf? Würdet ihr sagen, ich sehe dick aus, Leute? So. Du siehst muskulös aus. Danke. Der ist ja voll cool. Da freue ich mich schon drauf. So. Aber wir machen weiter, denn wir haben natürlich noch mehr Sachen bestellt. Unter anderem Eddings, weil man immer mal Edding braucht. 3 Stück direkt. Und was ist das hier? Meine rosane Schlafmaske ist gekommen. Ja, sehr, sehr nice. Oh wir mein schminken Gott, uns so mit den Eddings. Achso, nee, das wäre ein Video. Das wäre eine coole Idee. Wir schminken uns mit Eddings. Diese Schlafmasken sind mega nice, Leute. Ja. Ich habe mich gerade gefühlt, als wäre so Weihnachten oder so, wirklich. Es ist Weihnachten, Leute. Es ist Weihnachten. Ein Karton! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein Karton! Ja, jeder hat seinen eigenen! Jeder hat seinen eigenen Karton, kann ich den auch mal aufsetzen? Probier ihn an! Oh, ich weiß jetzt, was es ist! Yes! Freunde, seid gespannt, für welches Video wir das hier brauchen, denn das wird teuer!
Ich sag's euch. Teuer? Ja, das wird teuer. Für den Verlierer wird es teuer. Das ist wie so ein Minischinken. Oh, krass. Und vielleicht können wir es auch schlachten. Also, ausschlachten, Leute. Hey! So, dann werden wir das Ganze mal hier in den Schrank stellen. In den Schrank, auf den Schrank stellen. Und zwar hier, da, wo mein Buch steht. Easy Cheesy und der magische Wunsch. Lars, das ist Lars sein Exemplar, das haben wir jetzt hier hingestellt. Ich habe ihn nämlich eins kostenlos zukommen lassen. Ihr könnt euch das Ganze gönnen in der Buchhandlung eurer Wahl. Gibt es jetzt zu kaufen oder auch im ersten Link in der Videobeschreibung. Oh nein, was? Oh mein Gott! Oh wow! What? Was haben wir denn alles hier drin? Wir haben Murmeln, Freunde. Murmeln, die werden wir brauchen. Squid Game. Ja. Dann haben wir hier richtig, richtig exklusiv Goldäpfel. Oh je. Ja. Oh, das wird krass. Das wird krass, denn wir haben uns Goldäpfel bestellt und die werden wir signieren. Jeder von uns. Lars signiert. Wir können das machen direkt, klar. Das wird der erste Goldapfel. Das wird der allererste sein, Leute. Okay, wollen wir den Dings, wollen wir den auch mit Nummer 1 signieren? Ja, das machen. Okay, warte, ich schreibe mal hier drauf. Das ist hier, zack. So schwierig auf sowas krumm zu unterschreiben. Nein! Das war easy! Ja. Yeah! Meine Leute, sieht auch gut aus. Der erste Goldapfel, die könnt ihr im Verlaufe dieses Kanals und seines Kanals, ja. Also der Videos quasi, gewinnen oder bekommen durch bestimmte Challenges oder sowas. Das heißt, ihr habt die Chance, diese Goldäpfel, die limitiert und signiert sind, zu erhalten. Ja. Ja? Also das heißt, Leute, ihr müsst immer kommentieren, jedes Video schauen und so weiter und so fort. Immer sowieso. Ganz. Ja, genau. Okay, genau. Alles gucken, kommentieren ist ganz, ganz wichtig und abonnieren und so weiter und so fort. Also falls ihr das macht, dann habt ihr die Chance. Dann seid ihr auch so cool wie Lars und ich. Nö. Oder nur wie Lars. Das nächste, was wir hier haben, ist ein One Balloon Dog. Kann man den sehen? Close up. Okay, das hier ist ein Ballonhund. Ballonhund. Und zwar, ich mach den mal kurz auf. Wollen wir den kurz erklären oder zu kurz erklären, für was er ist? Ja. Bitteschön. Das ist ein Ballonhund. Und der ist ballonig. Und zwar haben wir ihn einmal. Oh mein Gott, der ist ja so süß. Der ist voll schön. Hä, hey, der ist ja übel süß. Oh mein Gott. Oha. Oh, der ist auch voll schwer. Der ist schöner, als ich dachte. Oh, what? Oh, der ist auch so schön eingepackt. Wie süß. Oh mein Gott, okay. Ich will ihn gar nicht anfassen. Pass ihn nicht an. Oh, wie der glänzt. Okay, Leute, das hier ist der Preis. Lars und ich werden nämlich Challenges machen, wo wir gegeneinander antreten werden. Und darum werden wir spielen. Wir haben noch ein paar Pakete. Einmal ein sehr großes für Lars. Das sieht aus wie ein Klositz. Oh nein. Ist das ein Klositz? Habe ich ein Klositz bestellt, weiß, Leute? Ich glaube, ich habe sogar ein Klositz bestellt. Hey, was ist das? Das ist das Rad. Das Rad! Es ist kein Klositz, Freunde. Ja! Yeah. Oh mein Daran Gott. Daran werden wir nämlich drehen und Challenges machen. Das ist sehr nice. Ja, wir müssen es noch aufbauen. Das wird eine Weile dauern. Aber wir machen sehr coole Challenges auf jeden Fall, Lars und ich. Nächstes Paket. Wir sind bald durch, Freunde. Oh, das ist ganz schön leicht. Ja. Was steht denn da drauf? Geheimshop. Geheimshop? Geheimshop? Gadgets, Geschenke und mehr. Lass mich das mal aufmachen. Oh, okay. Das kann ich zeigen. Die wollte ich eigentlich für ein Face Reveal nehmen. Way. Ich glaube, das nehme ich für ein Short. Ja. Für ein Short. Ja. Für ein Face Reveal Short, ja. Oh, krass. Oh, wie hübsch. Oh mein Gott, du hast wirklich so. Ja, doch. Ich hätte vielleicht mehr Murmeln bestellen sollen. Ja. Ja, ich glaube, ich muss mehr Murmeln bestellen. Ganz ehrlich, du hast so viele Sachen, die sind so style, hast du geholt, wirklich. Letztes Paket, Freunde. Das letzte Paket jetzt erstmal. Mal schauen, was da drin ist. Das sind Kartons? Ja. Das ist ein Karton voller Kartons. Für die Access. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen wofür, aber für irgendeine Folge brauchen wir viele Kartons. Ich glaube, ich wollte Mystery-Boxen aufmachen. Oh, wow. Ja. Stimmt, wir brauchen die wirklich. Yeah. Ja. Okay, ja. Alles klar. Prima. Tschüss, gut, Leute. Das war's dann erstmal mit den Sachen hier. Aber wir brauchen noch mehr, denn Lars und ich werden gleich unser erstes richtiges Video zusammen aufnehmen. Ja. Und dafür brauchen wir Donuts. Und das bedeutet, Lars und ich gehen jetzt in die City, besorgen ein paar leckere Donuts und noch ganz viel anderen coolen Stuff, den wir für unsere zukünftigen Videos brauchen. Let's go.
So Leute, wir sind jetzt hier im Parkhaus und parken. Parken! Dann gibt's Donuts! Lecker! Wir überlegen, welche Sorten wir kaufen. Ich will Donut-Geschmack. Wo muss ich lang? Ich hätte gerne Klo-Geschmack. Lars ist noch am Parken. Und ich freue mich auf die Donuts. Nein, Lars, bitte nicht. Siehst du das gerade? Nein. Siehst du das gerade? Hat er geschlossen? Nein, der ist offen. Der ist offen? Oh mein Gott, es war so dunkel. Mega lecker sieht das alles aus. Boah, Lars. Ich mag die am liebsten, glaube ich, die Oreos. Boah, es gibt sogar so welche, die sehen aus wie ein Auge. Und ein Herz. Stimmt. Ich glaube, es müssen noch die Schilder ran. Wir können mal rumgucken, was es hier noch gibt. Ich glaube, das ist so dieses Halloween-Ding. Ja, das Halloween. Die sehen auch mega geil aus. Das sind bestimmt Premium-Donuts. Und hier haben wir auch noch ganz viele bunte. Das ist Mr. Happy. Den mag ich auch gerne. Mr. Happy. Ah, guck mal, das ist so ein Kürbis-Ding. Ja, das ist Mr. Sad. Den ist Lars. Okay. Gut, Leute, dann bestellen wir jetzt. Und zwar hätte ich gerne eine 12er-Box Donuts. Und zwar nehmen wir zweimal Chocolate Rainbow, zweimal Strawberry Sprinkles, dreimal Cookies and Cream, dann zweimal Strawberry Iced Boston. Warte, welchen wolltest du? Apple irgendwas? So Apfel-Dings, ja. Apple Crumble wolltest du, ne? Ja, das. Genau, einmal Apple Crumble. Und wie viele haben wir noch übrig? Noch zwei? Dann nehmen wir noch zwei einfach glazed. Yes. Yeah. Du musst gerade Fotos machen. Easy, zeig mal her. Oh, nochmal zwei extra für morgen, oder? Ja. Da sind wir wieder zurück in unserem neuen Studio mit leckeren Donuts, die wir uns geholt haben. Yay. Das wird richtig geil. Das Video kommt morgen raus, Freunde. Also morgen das allererste richtige Video hier auf dem Kanal. Wir nehmen es gleich auf. Was? Ja. Und Mittwoch. Also Mittwoch und Samstag sind die Upload-Tage hier. Lars, bei dir Freitag, richtig? Freitag, ja. Genau. Das heißt, wenn es klappt. Jeden Freitag bei Lars und Mittwoch und Samstag hier auf diesem Kanal. Ich nehme mit Lars auf, ich nehme aber auch mit anderen Creatoren auf. Das heißt, ich lade mir ein paar Leute ein, die ich kenne. Creator, falls ihr mal einen Wunsch habt, wer hier mit dabei sein soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder oh mein Gott, schreibt mir so auf crazy. Insta. Oder oh mein so. Gott, ich freue mich darauf. Mega, Leute. Seid auch auf jeden Fall gespannt. Das wird sehr, sehr cool. Ja, vielleicht machen wir auch mal was zu dritt oder sowas. Also schreibt gerne Vorschläge, wen ihr hier mal Der sehen wollt. Das ist aber nicht groß genug. Also sind wir nur zu zweit. Dann legt sich einer hier auf den Tisch. Ja. Hey, Leute. Ja, am besten du, dann sieht man keinen mehr von uns. Jetzt, wo ich Face Reveal gemacht habe, wird sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Für mich, glaube ich, auch in meinem privaten Leben. Weil bisher konnte ich ja YouTube machen, ohne dass mich irgendjemand erkannt hat. Seit Ende 2017 bin ich dabei. Also auch schon sehr, sehr lange. Sechs Jahre jetzt, ja. Fast sieben, oder? Fast sieben. Ja, jetzt fast sieben. Nee, fast sechs. Nein, sieben. Fast sieben Jahre, doch. Nein, fast sechs Jahre. Wir haben 2023. Excuse me. Also, whatever, Leute, Mathe ist scheinbar nicht unsere Stärke. Auf jeden Fall, falls ihr mich sehen solltet, ihr dürft mich gerne ansprechen. Ich weiß nicht, wir können auch gerne ein Foto machen. Bitte keine heimlichen Fotos machen und bitte auch nicht hinterherlaufen heimlich und anstarren. Also Leute, ich hoffe, das müssen wir nicht erklären. Ich hoffe, das ist klar, das ist wichtig. Wir wollen natürlich trotzdem noch irgendwo unsere eigene Privatsphäre haben. Deswegen, falls ihr Bock auf ein Foto habt, bei mir auch, bei dir auch, klar. Gerne ansprechen, aber vielleicht beim Essen oder sowas vielleicht ein bisschen warten, bis man gegessen hat und dann halt erst ansprechen oder sowas. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das möchten wir gerne, dass ihr das respektiert. Vielen Dank und gute Nacht. Ansonsten, Leute, gönnt euch auf jeden Fall hier mein neues und mein allererstes Buch in jeder Buchhandlung eurer Wahl und lasst ein Abo da. Schaffen wir es innerhalb von einer Woche 1 Million Abonnenten auf diesem Kanal. 2 Millionen Abonnenten auf diesem Kanal. Also ich finde es sogar echt eine coole Idee. Lass mal probieren, irgendwie innerhalb kürzester Zeit, Leute. Wie krass seid ihr drauf, dass wir vielleicht sogar 50.000, denkst du, das locker, ist locker? Locker, das schafft ihr locker. Ich glaube 100.000 schaffen wir sogar okay, in einer 100.000 Woche. In einer Woche, Leute. Bei dem Easy Plus Kanal ist genau. Richtig. Okay, Easy Plus Kanal, 100.000 Abonnenten innerhalb kürzester Zeit. Da gibt es einen Button. Oh ja, den können wir aufstellen. Das wird geil, Leute. Auf, Leute. Okay. Das wird mega. Alles klar. Ansonsten war es an der Stelle mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.